Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir diese scharfen Bonbons, die ich in meiner Haul angekündigt habe. Das Ganze heißt The Original Ding Pepper. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist eine Special Edition. 2 von 3 Flammen, Hot and Sour. Ist mal eine coole Mischung, würde ich es mal sagen. Und ja, Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn. Das Video soll relativ kurz gehen. Das sind scharfe Bonbons hier, wo anscheinend sauer sind. Bonbons auch hier sind mir schon wieder kaputt gegangen. Aber schaut euch das mal an. Wir haben hier wohl anscheinend ein bisschen Pulver. Und dann gibt es die Bonbons. Und die sind hier schon kaputt geschmolzen. Vom Geruch her, ja, die riechen eher sauer. Also von der Schärfe her kann ich jetzt so nichts rausriechen. Also ich werde das mal gleich ein Stück hier anessen. Aber erstmal probiere ich mal so einen Bonbon. Also Geschmacksrichtung steht hier leider auch nicht hier drauf. Let's go, würde ich sagen. Mh, Lakritz. Oh no. Das sind ja Lakritzbonbons. Verdammt. Also scharf sind jetzt nicht. Und sauer auch nicht. Ich muss mich ein bisschen an diesen Lakritz gewöhnen, weil ich ja Lakritz nicht so mag. Weil. Ist gewöhnungsbedürftig. Aber es ist eine Füllung drin. Ja, ich kann die gerade raussaugen und die Füllung ist eher die Schärfe. Ich mache mal mit diesem roten hier weiter. Also hier kann man es schon besser erkennen. In der Kamera eher weniger. Hier haben wir so ein Loch, da ist nämlich eine Füllung drin, die man dann da raussaugen kann. Das geht schon in die Kirsche. Schmeckt schon wesentlich besser als Lakritz. Also sind echt verschiedene Geschmacksrichtungen dabei. Naja, scharf ist was anderes. Also ganz ehrlich, von der Verpackung her habe ich mir schon gedacht, dass die schon krass sind. Aber die, also ich muss sagen, ich finde die nicht so lecker. Also jetzt die braun zumindest nicht, Lakritz. Die Kirschrichtung ist okay. Es gibt hier noch einen blauen. Sauer finde ich es auch nicht. Ich schmeiß mal eins direkt hinterher, das blaue hier. Ihr könnt es auch mal sehen. Im Blau. Also innen drin ist immer diese Lakritzfüllung. Und das blaue, ich merke so, geht in die Mentholrichtung. Ist auch okay. Freunde, kommen wir schnell zu meinem Fazit. Diese Bonbons, diese Tyrisk Bepper. Für Lakritzliebhaber. Auf jeden Fall empfehlenswert. Für mich, der kein Lakritz mag, ich würde es mir nicht nochmal kaufen, ehrlich gesagt. Diese Lakritzfüllung gefällt mir gar nicht. Also Freunde, von mir gibt es auf jeden Fall keinen Daumen nach oben. Ja, vielleicht so ein Mittel oder einen nach unten. Sonst Freunde, wie gesagt, Leute, die Lakritz mögen, probiert es mal aus. Ist ja alles eine Frage des Geschmacks, beziehungsweise alles Geschmackssache. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Sonst für weitere coole, frische Videos einfach unten links auf Abonnieren klicken. Sonst guckt euch einfach mal die Videos hier an der Seite an, diese beiden Videos, die wir bereits für euch aufgenommen haben. Und Freunde, danke, dass ihr es mit mir bis zum Ende durchgehalten habt. Ich muss diese Bonbons rausspucken. Freunde, bis dann. Tschüss.